Schönes Wetter haben wir. Wunderbar. Ja. Kein Sonnenschein, kein Wind. Ich habe schon gesagt, dass ich total beeindruckt bin von der Effektivität unserer Regierung in Sachen Klimaschutz. Jetzt haben sie so viel investiert gegen die Erderwärmung und zack, schon im November hat es angefangen, hier richtig zu schneien. Also Respekt. Ja. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res, zum Wochenrückblick. Hallo Patrick. Hallo Martin, hallo lieber Zuschauer. Alles, alle da, Du super. machst ja fast schon eine moralische Verpflichtung für den armen Kerl da draußen. Ich freue mich halt. Ja, hat ja auch kluge Kommentare. Gut. Was haben wir im Moment? Ganz wichtige Sache. Winter. Klima, 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 Klima. Wetter. Ja, das nennt sich Klimakonferenz. Die ist derzeit ist in Dubai. Und da hat man dann erstmal eine Gedenkminute zur Eröffnung gemacht für die Opfer in Nahost und hat die 1200 massakrierten israelischen Zivilisten und Bürger vergessen aus Versehen. Gut, und was ich gut finde, ist, das Regime aus Teheran, aus dem Iran, das nimmt gar nicht teil, weil sie es nicht ertragen können, mit Juden in einem Konferenzraum zu sitzen. Und die israelischen Teilnehmer sind also Juden und da wollen die mit dem Regime, mit diesem zionistischen Regime, wollen sie nicht in einem Raum sein. Sind sie wieder Ja, wo abgereist? man auch sehr schön so sieht, wo die Grenzen zwischen Antisemitismus und Anti-Israelismus, den man ja immer so künstlich gerne aufrechterhält, verschwimmen. Die verschwimmen nicht, das war schon immer so. Die vermeintliche Israel-Kritik, wenn du genau hinguckst, erkennst du bei den Leuten sehr, sehr, sehr oft und meistens, dass in Wirklichkeit auch ein antijüdischer Reflex dabei ist. Und wenn irgendwo dieses Wort von dem wie nennen Sie das? Weltfinanzsystem oder so drin ist, Ja. das war ja schon immer so ein Einstieg zu einer manierierteren Form des plumpen, vulgären Israel- und Judenhasses. Wobei man gerade auch in der letzten Zeit sagen muss, dass gerade die, ich nenne es jetzt mal Superreichen hier in der Welt, gerne auch damit spielen, dass sie hinter dem Antisemitismus-Gedanken eigentlich recht immun sind. Ne, dass jemand sagt, wenn ich das Schalten und Walten eines Herrn Soros nicht gut finde, dann kann der schnell sagen, ja, Antisemitismus. Der Soros selbst hat das nie gesagt. Das sind Schutzreflexe, die zum Beispiel unsere deutschen Medien, das waren diejenigen, die gesagt haben, ihr dürft den Herrn Soros nicht angehen, denn das ist ja ein Jude. Dabei hat der Ja, Herr aber er ist nicht Soros. nur Jude, sondern Kritik an diesen ganzen Superreichen ist ja immer auch verstrickt damit, dass man sagt, die haben zu viel Einfluss und die versuchen mit ihrem Geld weltweit Politik zu machen. Das heißt, diese Grenzen, die dort sind, die sie bei einigen ja, solchen Größen auch tatsächlich vorhanden sind, ob die jetzt jüdisch sind oder nicht, beim Herrn Soros, der ist ja jüdisch, andere vielleicht nicht, aber man schafft sich schon so eine Art Immunität, indem man sagt, alles, was die Großen angreift, ist gleich mit jüdischer Weltverschwörung gleichzusetzen. Also ich finde das ein bisschen problematisch, weil es tatsächlich eben solche Größen gibt, die mit den Juden überhaupt nichts zu tun haben, aber die es eben doch gibt und die eben Geschicke mittlerweile auch international auf einer entsprechenden Größe eben auch bewegen. Ja, aber Ja. es ist halt eine billige Nummer, damit die Kritik an ja, Magnaten und wie nennen die sich immer selber? Philanthropen. Philanthropen nennen die sich. Also das ist das Gegenteil von dem, wie sie sich gerieren. Es ist wirklich Ja, unfassbar. wobei Zum man muss Beispiel auch sagen, also der Bill Gates zum Beispiel, ja.
der wurde uns ja auch schon ein paar Mal als praktizierender Katholik vorgestellt. Und das ist irgendwo lächerlich, ja, denn der Mann, der betreibt die Unterstützung afrikanischer Regime im Töten, vorgeburtlichen Töten von Kindern. Ja. Gut, ich meine, das mit dem Herrn Gates ist sowieso so eine Sache. Als er noch Vorsitzender bei Microsoft war, hat kein Mensch auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass er in irgendeiner Weise Vorbildfunktion hätte, sondern man hat Microsoft immer aufgrund damals des Browserkriegs und des Geschäftsgebarens dieser Firma von Anfang an eher als schwarzes Schaf gesehen. Und das ist ja auch eine Facette seiner Persönlichkeit, wie er diesen Konzern eben groß gemacht hat. Warum sollte er jetzt auf einmal ein völlig anderer Mensch sein? Nur weil er sich aus diesem Konzern gelöst hat. Also das sind so Sachen, die ich gar nicht verstehe. Aber ich würde das auch noch ein bisschen weitermachen. Also auch wenn er mir weltanschaulich viel eher entspricht, aber diese Kritik trifft auf einen Herrn Musk genauso zu. Ne, weil er jetzt Twitter mit etwas Redefreiheit versieht oder so und weil er sagt, dass der Disney-Chef ihn mal, darf man hier nicht sagen, ne, da hat er ja jetzt dieses etwas populär gewordene Interview gegeben. Deswegen ist er trotzdem jemand, der ohne alle Menschen sonst zu fragen, den ganzen Himmel mit irgendwelchen Satelliten überzieht. So toll finde ich das auch nicht. Also. Ja, ich finde, es gibt schon ein Problem, wenn zu viel Macht in zu wenig Händen vorhanden Vor allen ist. Dingen, wenn der Typ eine diagnostizierte Verhaltensauffälligkeit hat. Ja, die kriegst du dann wahrscheinlich schon alleine dadurch, dass du diese Möglichkeiten hast. Nee, Vielleicht schwierig, die dann nicht. der hat sich diese Möglichkeiten nur erarbeiten können, weil er über diese speziellen eiskalten Selbstverachtungsmechanismen verfügt, mit denen er vollkommen rücksichtslos gegen Menschen vorgeht und sie platt macht mit vollem Einsatz. Er hat zum Beispiel, nachdem er Twitter übernommen hat, hat er die Mietzahlungen eingestellt und hat den Eigentümern gesagt, ich zahle so lange nicht, bis ihr mit den Preisen runtergeht. Und dann haben die sich lange überlegt, ob sie ihn verklagen sollen oder nicht. Und er hat gesagt, das sind nicht die üblichen Preise mehr hier in der Umgebung, ich zahle nicht mehr. Und ich glaube, angesichts der 9 Millionen, die da angelaufen waren, haben die sich mal ausgerechnet, was das vor Gericht bedeuten würde, allein schon an Gebühren und wie viele Rechtsanwälte und so weiter. Der hat die platt gemacht. Die haben eingelenkt. Die haben ihm neue Verträge gegeben. Und der hat es genau gewusst, warum die das nicht machen. Genau, und das ist eine Art und Weise, die findest du bei Musk und bei sehr vielen anderen auch. Entschuldigung. Und was mir eben, um auf das Thema zurückzukommen, immer wieder so auffällt, ist, wenn man das einfach nur so als wirtschaftliche oder als menschliche Verhaltensweise hinstellt und sagt, da ist ein Unrecht, was dort in der Welt stattfindet, dann kommt sehr schnell, ja, du glaubst ja wieder an die jüdische Weltverschwörung oder sonst irgendetwas. Und darum geht es gar nicht. Es sind ganz konkrete Personen mit ganz konkreten wirtschaftlichen Verhältnissen und Geflechten, die einfach Möglichkeiten haben, wie sie meines Erachtens ein Mensch nicht haben sollte. Gut, wer bin ich, um das zu beurteilen, aber ist nun mal meine Meinung, ne? Weil ich ja auch nicht zu diesen 60 Leuten gehöre, die da, ich weiß nicht, 40% des Weltvermögens innehaben. Ne? Vielleicht sehe ich das anders, wenn ich dazugehören würde. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, man wird sehr schnell, wenn man das kritisiert, auch in den Ruf eines Antisemiten gestellt. Das finde ich ist auch eine Sache. Das liegt natürlich daran, und ich sage es jetzt nochmal, weil einschlägige Verdächtige eben zum Beispiel gerne, wenn sie da diese Kritiken vornehmen, unbedingt den Namen Soros und Rothschild anbringen müssen, weil sie ganz genau wissen, dass das, ja, jetzt haben wir genau das geschafft, was nicht sein sollte, so. Dass das eine Fährte legt, die eigentlich nicht gelegt sein sollte. Ach Dem ja, ich armen liebe Martin das. ist jetzt ein Licht ausgegangen und jetzt weiß er gar nicht mehr, zu welchen Themen er reden möchte. Och, Ne? das weiß der schon. Das ist eine ganz einfache Sache. Der Martin macht nämlich jetzt einfach den Stecker raus. Und wieder neu rein. Nein, das macht er nicht mehr, sondern er lässt sich verschwinden. Und dann hat der Martin Ruhe. Und dann guckt er, auf welchem Tab er die Nachrichten geöffnet hat. Und da sind sie schon.
Und jetzt muss er halt einfach in die Kamera schauen, während er mit dir redet, kann aber nicht mehr sehen, wie er da sitzt und kann auch nicht mehr sehen, wie du da sitzt. Habe ich jetzt einen riesen Vorteil, weil ich sehe dich. Ja, aber du weißt nicht, wann ich dich mal klein mache und groß. So, jetzt gehen wir mal weiter. Also das war jetzt die Klimakonferenz. Dann haben wir die Meldungen. Natürlich sind die Kämpfe im Gazastreifen wieder aufgeflammt. Und natürlich hat man jetzt Israel dafür verantwortlich gemacht, nachdem während der Waffenruhe ein Attentat in Jerusalem stattgefunden hat, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Und die Hamas hat sich feixend hingestellt und hat gesagt, das waren wir. Und wie so üblich hat die Hamas auch während der Feuerpause weiterhin Raketen nach Israel geschossen. Aber Israel ist natürlich das böse Volk. Übrigens ist mir was aufgefallen. Das ist ja eigentlich doch das, was es seit Generationen genau so praktiziert und dargestellt Genau, wird. Das ist ja, wäre ja genau. jetzt nichts Neues, ne? Und was ich also so unerträglich finde, das ist ja das, was ich auch schon immer und immer und immer wieder, wenn wir hier so Wochenrückblick machen und es kommt irgendwie zu dem Thema. Tagesschau und Heute berichten über Israel oder Nahost. Und in dem Moment, wo sie einen, sagen wir mal, Sprecher des israelischen Verteidigungsministeriums zitieren, kommt im Nachsatz, diese Informationen konnten bisher nicht verifiziert werden. Wenn aber sie Bilder aus Hollywood, von den Arabern aus Gaza ne übernehmen, deren Quelle man nachverfolgen kann durchs Internet bis in den frühen Afghanistan-Krieg oder was weiß ich was, ja, und irgendwelche Zahlenangaben, da kommt nie, dass das aus einer nicht überprüfbaren Quelle käme oder sowas, Natürlich ja. nicht. Ne? Das ist ja auch genau dieselbe Mischpoke, sagt man. Ne? Ich Es ist ein übles kann im Milieu. Übrigen einfach sagen, man braucht eigentlich gar nicht sehr viele Details. Wenn Israel so wäre, wie man es ihm unterstellt, dann gäbe es diesen Gazastreifen schon lange nicht mehr. Eben. Weil die haben genug Waffen und Möglichkeiten, wenn sie wirklich so wären, wieso gibt es das alles noch? Genau das ist der Punkt. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir waren schon dort bei der Klimakonferenz. Die Bundesregierung hat schon wieder von einem Gericht auf die Nase bekommen. Ja, haben ja genug Nasen. Und zwar hat die Ampelkoalition vor Gericht jetzt eine Niederlage erlitten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat sie jetzt gestern verpflichtet, dass also die Bundesregierung Olaf Scholz sich an das sogenannte Klimaschutzgesetz zu halten habe. Und dieses derzeit geltende Bundesklimaschutzgesetz fordert in Paragraph 8 bei Überschreitung der vorgegebenen Emissionsmengen in bestimmten Bereichen Sofortmaßnahmeprogramme seitens der Politik. Und bisher hat sich also die Bundesregierung geweigert, solche Programme aufzulegen, umgehend aufzulegen, und hat das damit begründet, dass sie derzeit dabei seien, dieses Gesetz da zu überarbeiten. Und das Gericht hat ihnen jetzt aber gesagt, während ihr überarbeitet, bleibt das bisherige Gesetz aber trotzdem gültig und ihr müsst euch daran halten. Und die Richterin hat damit den Interessensverbänden Deutsche Umwelthilfe und BUND Recht gegeben. Und ja, jetzt kommt natürlich dann als Sofortmaßnahme, als eine gangbare, das Tempolimit, um dann das Wetter zu ändern, ne? Ja, das Wetter, ja. Das Ich Klima, muss bei Entschuldigung. solchen Sachen immer so ein bisschen auch schmunzeln. Es ist ja im Moment gerade eine grün-rote Regierung. Ne? Das Gelb ist ja nicht wirklich zu spüren. Und das erinnert natürlich schon an diesen wunderbaren goethischen oder an dieses Bild von den Geistern, die ich rief. Ne? Ja, es ist Ja. ein, aber das ist ja auch etwas, was wir auch aus der Vergangenheit kennen. Schröder hat ja in seiner Regierungszeit sozialpolitische Einschnitte gemacht, die hätte sich ein liberaler, ein konservativer Bundeskanzler niemals
erlauben können, ohne dass nicht die gesamten Gewerkschaften alle auf die Straße marschiert wären und den Aufstand der Anständigen da geprobt hätten. Ja, aber man hat ihn ja letzten Endes dann auch weitergereicht. Ja, aber er hat es gemacht. Ja. Und dass grüne Politik immer schon schädlich für Deutschland war, das sieht man jetzt zum Beispiel an dem, was die Folgen von dem sind, was Trittin während seiner Dienstzeit angerichtet hat. Das löffeln wir heute aus. Das Einzige, was mir von ihm im Gedächtnis geblieben ist, ist Dosenpfand. Eine Kugel Eis. Ach so. Der Umbau unserer Energieversorgung auf das, was wir gerade erleben, also es schneit, es ist bedeckt, es weht kein Wind. Und dafür zahlen die Bundesbürger eine Kugel Eis. Ja, und man ist gerade auch fleißig dran, den Preis für eine Kugel Eis zu erhöhen. Genau. Und dann passt es ja wieder. Irgendwie. Ist doch so, ist doch schön. Gut, das war die Regierung Scholz, die wieder mal gezeigt bekommen hat, dass sie illegal handelt. Also Bundesverfassungsgericht. Ja, das ist ja jetzt vom Scholz schon fast so eine Art Markenzeichen. Überhaupt von der gesamten Familie scheint mir, ne? Also ich weiß es nicht, irgendwie ist das so, Sizilien ist out, ne? Wir sind hier die neuen Paten. Okay. In Hamburg wurde vor 3 Jahren ein 15-jähriges Mädchen, das durch den Genuss von Alkohol im Stadtpark auf einer Party 1,6 Promille hatte und dadurch vollkommen handlungsunfähig mehr oder weniger war und besinnungslos quasi über die Wiese getorkelt ist, wurde sie von Männern abgefangen, ins Gebüsch geschleppt und vergewaltigt. Dann ist sie wieder draußen rumgelaufen, kam wieder eine Gruppe Männer vorbei, sie wieder vergewaltigt. Dann muss noch einer sich an ihr vergangen haben. Also insgesamt waren es 9 Männer, die sich an ihr vergangen haben. Einer davon, der heute 19 Jahre alt ist, ein Iraner, wurde zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt. 8 weitere Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren wurden mit Jugendstrafen auf Bewährung belegt und ein Mann wurde wegen Mangels an belastbaren Beweisen freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen freisprechen ist okay. Das Strafmaß lässt mich Probleme bekommen, meinen Mageninhalt zurückzuhalten. Es teilt sich ein. Das ist unfassbar. Ja, ich würde fast schon sagen, es ist mittlerweile, es ist Ausdruck dessen, was seit sehr langer Zeit vorbereitet ist. Der 19-Jährige hat dem Haftrichter gesagt, der verurteilt wurde, das will doch jedermann. Und die haben vor Gericht keinerlei Reue gezeigt, nichts, eher gelangweilt gewirkt. Und die Verteidigung hat Freispruch gesprochen, verlangt, weil ihre Mandanten angenommen und genommen haben sollen, dass das apathische Mädchen hätte Sex mit ihnen haben wollen. Und einer der Verteidiger, der plant offenbar sogar gegen die Urteile vorzugehen. Ja, okay, bei den Verteidigern ist es meines Erachtens aber auch deren Pflicht. Das ist einfach. Also bei einem 15-jährigen Mädchen. Ein Verteidiger, dessen bei einem 15-jährigen Mädchen zu unterstellen, dass sie signalisieren wolle mit 1,6 Promille Alkohol im Leib, dass sie Sex haben wolle, das ist. Der Verteidiger hat da eine Sonderrolle. Ich glaube, es ist ja auch nicht gesagt, dass der Verteidiger das glaubt, was er hier ins Feld führt, sondern die Verteidigungsstrategie ist es, möglichst seinen Mandanten rauszuholen. Und das hat mit Wahrheitsfindung und mit irgendwelcher tatsächlichen Motivunterstellung ja gar nichts zu tun. Das ist dann letzten Endes das Gericht, das den Verteidiger an dieser Stelle auflaufen lassen muss.
Also ich werfe nicht dem Verteidiger vor, einen Verbrecher nach bestem Wissen und Gewissen, also Ja, falls ja. man vom Gewissen sprechen kann, zu verteidigen, also nach besten Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Dem Verteidiger werfe ich das nicht vor. Aber das Gericht sollte natürlich schon in der Lage sein, so etwas zu durchschauen und dann eben auch nicht durchzulassen. Aber die Argumentation, zu der man sich herablässt oder zu der man sich demütigt, selbst demütigt, die sollte doch wenigstens ansatzweise zu den äußeren Umständen des Tathergangs passen, oder? Weiß ich nicht. Wenigstens ansatzweise. Ich bin kein Jurist, kann ich dir nicht sagen. Also Nein, ich es geht finde, hier nicht um die juristische Frage. Mir geht es um die Frage des Selbstwertes. das ist wie Bin gesagt ich beim Anwalt. so verkommen, dass ich jeden Blödsinn versuche, egal wie geschmacklos er angesichts der Fakten ist, die sich darstellen, Ja, bin dann ich darf so ich das Mandat nicht verkommen? annehmen. Also Ja, wenn ich ein okay. Mandat annehme und wenn ich den verteidigen möchte, dann mit allen Mitteln. Und wenn ich sage, das kann ich nicht aufgrund der Tat, die dort stattgefunden hat, dann kann ich es halt nicht machen. Und wenn ich pflichtmäßig dazu verdonnert werde, dann muss ich mich fragen, ob ich den richtigen Beruf habe, wenn ich das nicht will. Ja. Ja. Also wie Gut. gesagt, also einem Anwalt würde ich da überhaupt gar nichts sagen, sondern das ist eine Frage des Gerichtes, der Richter letzten Endes. Und allgemein Also einfach ich habe auch der jetzt. Gesellschaft, weil die Ge war das eine Richterin, oder? Ich bin Ja. mir nicht so sicher, ne? Die Gesellschaft ist seit ja auch schon mittlerweile Generationen immer mehr so eingerichtet, dass Sexualdelikte immer mehr so unter den Teppich gekehrt werden. Oder dann hervorgebracht werden, wenn man aus anderen Gründen jemanden auch noch irgendwie schaden will. Es geht bei diesen ganzen Sachen eigentlich gar nicht um die konkreten Handlungen, sondern es geht auch darum, politisch gewisse Sachen mehr oder weniger alltäglich werden zu lassen. Und das spielt so viel rein in diese ganzen Sachen, so viele Sekundärinteressen. Das finde ich ist das eigentlich Schlimme, weil das gesamte Gesetzeswesen, unser gesamtes, wie ich es früher mal empfunden habe, rechtsstaatliches Gefüge funktioniert nicht. Wir sind mal wieder beim Lieblingsthema. Ja, aber Gut, das ist ja im Prinzip genau die Sache, weil ja, okay. wenn das Also hier wir ein haben. funktionierender Rechtsstaat wäre, dann könnte der Anwalt sagen, was er will und machen, was er will. Und dann gäbe es einen Ankläger, der genau auf derselben Art und Weise den Anwalt auseinandernimmt. Und dann gäbe es anschließend einen Richter, der sich nicht darüber interessiert, ob die eine oder die andere Klientel irgendwo woker ist als die eine oder andere und ob die eventuell nochmal einen doppelten Schutzstatus irgendwo genießt per se oder ob das Ganze eine schlechte Presse gibt, wenn ich das mache oder eine gute Presse gibt oder sonst was. Diese ganzen Überlegungen haben einfach vor Gericht überhaupt nichts zu suchen. Und wenn das nichts zu suchen hat, dann habe ich einen Straftatbestand und dann habe ich die Frage, ist der nachgewiesen oder nicht, und dann habe ich ein Strafmaß und sonst nichts. Aber da sind wir meilenweit von entfernt. Das muss man auch sagen. Und wir sind auch so weit davon entfernt, dass das die meisten Menschen, glaube ich, gar nicht mehr wollen. Die meisten Menschen wollen eher nur auf die bevorzugte Seite, um sich unter den Mantel des Staatsschutzes oder so etwas irgendwie austoben zu können. Aber dass man Also, wirklich Rechtsstaatlichkeit will, glaube ich nicht einmal mehr. was ich total abstoßend finde, ist, was ich gesehen habe in Social Media. Da haben sich ein paar Juristen zusammengerudelt und haben sich köstlichst darüber amüsiert, wie jetzt das tumpe Volk sich über das Strafmaß in Hamburg erregt. Also, die glauben, weil sie Jura studiert haben, und wissen, wie das zustande kommt, sei das das rechte Maß. Genau. Das ist Vollkommen absurde Nummer. das, was ich sage, letzten Endes, ja. Gut, kommen wir zum nächsten Fall. Heute geht es so richtig um Gerichtssachen. Sagt dir der Name Gil Ofarim etwas? Ja, müssen wir den, ja, von mir aus. Ich finde, dass dieser Mensch viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Es geht mir nicht um den Menschen, der Aufmerksamkeit bekommt, sondern es geht mir darum, dass der Mensch, der da verleumdet wurde, von allen Vorwürfen freigesprochen werden musste.
dass der Täter mit einer Auflage von 10.000 Euro gut davongekommen ist. Denn die Staatsanwaltschaft hatte ja gegen ihn wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen erstmal nach Einstellung der Recherchen zum Antisemitismusvorwurf, hatte sie ihn ja wegen Verleumdung, falsche Verdächtigung angeklagt und das dann noch nachher erweitert um den Vorwurf falsche Versicherung an Eidesstatt und Betrug. Und da ist er mit seinen 10.000 Euro, die er da zahlen soll, ist er gut davon gekommen. Ja, Und er das hat ist Glück in gehabt, mehrerer dass Hinsicht eine schlimme Sache. Also, dass jemand damit nicht zurechtkommt, dass seine Eltern berühmt waren, okay. Dass er das selber nicht so schafft, ist natürlich keine Art und Weise, zu Ruhm kommen zu wollen, auf solch billige Art und Weise. Was er damit macht, ist ja letztlich jedem Antisemiten Öl ins Feuer zu gießen und auf der anderen Seite dann eben auch tatsächlich unschuldige Menschen mit so schwersten Vorwurf, den man ihnen überhaupt geben kann, über in Jahre Deutschland. hinweg mittlerweile 2 Jahre lang. psychisch in eine ausweglose Situation zu bringen. Was hätte dieser Mann gemacht, wenn der Angeschuldigte sich das Leben genommen hätte? Was ohne weiteres ja bei einer solchen Anschuldigung mit so öffentlichem, riesigem Interesse, mit diesen ganzen, der konnte sich auf der Straße nicht mehr sehen lassen. Also das, was der Ofrim da gemacht hat, das ist schon eine ganz eigene Kategorie von Straftat, würde ich sagen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Und auf der einen Seite würde ich mir halt wünschen, dass man über diesen Menschen überhaupt nicht mehr spricht. Der hat keine Aufmerksamkeit verdient. Auf der anderen Seite stimme ich dir vollkommen zu, die beste fehlende Aufmerksamkeit hätte er wahrscheinlich ein paar Jahre hinter Gittern. Weil wenn nichts nach außen dringen kann, dann kann er hinter Gittern tun, was er will. Und da gehört er meines Erachtens hin. Also, was für mich das Schwerwiegendste an seinem absurden Verhalten war, ist wirklich die Tatsache, dass er natürlich mit seinem Verhalten sehr erregte Debatten angestoßen hat, in denen es oft unter die Gürtellinie ging. Da kam dann natürlich auch gleich wieder, du darfst ihn nicht kritisieren und das ist Antisemitismus. Ja. Auch vom Zentralrat der Juden. Ich habe damals gesagt, das, was ich gesehen habe, passt nicht zu dem, was es aussagt. Ich weiß nicht, was da für Worte gefallen sind. Ich warte ab, was das Gericht bringt. Und der Zentralrat der Juden, der hat das jetzt heute so, hat das gestern folgendermaßen kommentiert. Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt. Neben der Öffentlichkeit hat er auch die jüdische Gemeinschaft belogen. Dann habe ich wir verurteilen das Verhalten von Gil Ofarim. Er muss in jeder Hinsicht die Konsequenzen für seine Lügen tragen. Finde ich eine gute Stellungnahme. Damit ist dann alles gesagt. Gut, meiner Meinung nach. Hast du noch dazu was zu sagen? Gut. Gleichzeitig, also das Thema ist jetzt heute ein Thema, es tut mir leid, es ist so zusammengekommen in den vergangenen Tagen. Haben wir im Nachgang zu den Vorgängen in Nahost natürlich, das haben wir ja auch selbst schon beobachten können, immer mehr judenfeindliche Angriffe in Deutschland. Und das hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus hat das zusammengetragen. Bundesweit gibt es da verschiedene Stellen, die das dokumentieren. Und bis zum 28. November gab es 994 verifizierte antisemitische Vorfälle. Das sind im Durchschnitt 29 Vorfälle jeden Tag. Jetzt muss man das unterscheiden. Davon sind drei Extre Fälle extremer Gewalt
29 Angriffe, 72 Mal gezielte Sachbeschädigungen, Bedrohungen 32 Mal und 4 Massenzuschriften und 854 Fälle verletzenden Verhaltens, also du Jude, ne? Beschimpfungen oder was weiß ich was. Aber was da auch an Einzelfällen zum Teil dokumentiert war, da hat jemand eine Israel-Flagge ins Fenster gehängt und dann sind zwei Männer vor der Tür gestanden, sind in die Wohnung reingestürmt und haben die Israel-Flagge runtergerissen und sind wieder davon. Mit Gewalt in die Wohnung rein, Flagge runtergerissen. Ja, archaisches Verhalten, wie man das so erwarten kann, ne? Ja. Du kannst halt in dem einen oder anderen Gebiet auf dieser Welt mal schnell in die Hütte des Nachbarn rein, wenn dir was nicht passt. Ja, also was auch auffällig ist, dass die Belästigung am Arbeitsplatz und Studienplatz, aber auch zu Hause zugenommen haben. Also zum Beispiel das Besprühen von Hausfassaden mit dem Magen David, mit dem Judenstern. Oder aber ein jüdischer, ein Mensch, ein Deutscher mosaischen Glaubens wird am Arbeitsplatz oder am Studienplatz, an den Universitäten für das Agieren des Staates Israel im Gaza, Samarien und Judäa verantwortlich gemacht. Ja? Da differenzieren die Leute auch überhaupt nicht. Ja? Aber das ist generell so. Wenn du mal ins Ausland fährst, dann wirst du auch für die deutsche Politik und für das, was Deutschland in der Welt eben darstellt, verantwortlich gemacht, auch wenn du noch so sehr Opposition bist. Ja, das ist, mag Ist generell so halt so. sein, dann ist es generell falsch. Ja, aber Ich, es das gehört bin ich auch zu mit, ich der habe zum Art Beispiel dazu, noch wie nie, Menschen ich habe zum sind. Beispiel, ich hoffe, es ist mir noch nie rausgerutscht, ich habe zum Beispiel noch nie gesagt, die Russen. Ich sage, es ist Putin, der da Ja, aber ich eingeschickt ist. kann genug Beispiele bringen aus den letzten Jahren, also aus den Zeiten, wo auch in meinem Bekanntenkreis Russen, die nichts mit Politik grundsätzlich zu tun haben, übelst angegangen worden sind. Ja. Also auch da, das ist halt einfach eine Sache, wie Menschen sind. Ja, und das ist schlimm. Und Ja. für mich zeigt das auch, wie wenig moralisches Fundament wir in unserer Gesellschaft grundsätzlich haben. Wie weit wir auch von christlichen Werten, die wir immer so, wenn wir westliche Werte nehmen, entfernt sind. Also, dass wir im Grunde genommen ein vollkommen degeneriertes und amoralisches Volk sind. Ja. Also diese gerade zum Beispiel diese Pauschalierungsnummer, das wäre zum Beispiel etwas, was man in der Schule mal besprechen sollte. Ne? Dieses die Juden, die Amis, die Russen, In der die. Schule nicht. Ja, du kriegst es ja zu Hause heute nicht mehr hin. Ja, aber die Schule hat meines Erachtens keine Werte zu vermitteln. Die Schule hat keine Autorität diesbezüglich mehr, denn die Schule ist ja inzwischen auch zu einem ideologischen Schulungsinstrument geworden, ne? Ja, das ist natürlich das Problem. Und auch damit würde man gerade dort wieder Wasser auf die Mühlen schütten, weil es ist einfach so, dass die Schule, wenn sie irgendeinen Sinn hat, Wissen vermitteln soll und nicht zu irgendeiner Form von ethischer Gesinnung aufrufen darf. Und Wissen heißt im ethischen Bereich, sie darf vorstellen, was es für ethische Ansätze gibt. Also was ein Teleologismus ist oder eine Ja, Teleologie, das, eine Deontologie und sonstiges. ja. Aber Das, das hat ja damit nichts zu tun, ja, Patrick. alles Das andere ist ja, gehört das nicht in sind die ja, Schule. das ist ja, das ist ja das Beibringen von sozialen Umgangsformen. Ja, Das aber ist das was hat in der anderes. Schule keinen Doch, Unterrichtswert. wenn einer seinen Klassenkamerad schlägt, gehe ich als Lehrer hin und sage ihm, das macht man nicht, hör auf Ja, damit. überall, ne? Wenn das im Bus passiert, sollte man das vielleicht auch tun. Das ist eine Und gesellschaftliche Aufgabe. wenn einer unzulässig pauschalisiert oder pauschaliert, kann man ihm sagen, du musst diesen Menschen das Recht geben, dass man sie differenziert betrachtet. Schwierig. Schwierig, aber machbar. Doch. Man kann das denen so lange in den Kopf bimsen, bis sie es praktizieren können, bis sie es kapieren. Das klappt Hat doch bei eben. mir Ochsen auch geklappt. Nee,
Nur wenn es um die So Liebe Grünen meine und Eltern die, gehabt, die mir nur wenn das es um die beibringen Grünen konnten. und die Linken und die geht, dann rede ich von denen, die. Dann hattest du liebevolle Eltern, die das beibringen konnten. Im Grunde genommen glaube ich, dass das nicht geht. Ich glaube, du kannst dich in eine Gemeinschaft begeben, in der das eine Grundvoraussetzung ist und diese Gemeinschaft kann in einer gewissen Weise ausstrahlen. Du kannst als Eltern deine Kinder erziehen. Du kannst natürlich dafür sorgen, dass wenn du deine Eltern in einen Verein gibst und von mir aus auch in eine Schule, dass dort ein gewisser Verhaltenskodex herrscht, der in dieser Schule oder in dieser Gemeinschaft gilt. Aber du kannst keine allgemeine moralische Norm in einen reintrichtern, wenn du kein liebevolles, freundliches Verhältnis hast, das eigentlich auch nur in der Familie so seinen Ursprung haben kann. Alles andere, wenn ich jemanden, ich kann jemandem sagen, warum ich etwas gut oder schlecht finde und warum ich genau diese Verhaltensweise wähle, aber ob der das dann auch tut, ich habe da kein Druckmittel und niemand anderes sollte eins haben, weil da, wo Ich sage ich hat, sag ja, wird sehr schnell schwierig im Staat. also ich sag ja, natürlich sage ich auch die Grünen, ne? So, nehme damit die natürlich in eine Gesamthaftung. Aber dabei ist es mir einfach immer auch wichtig, dass ich das einzelne grüne Mitglied entsprechend seinen eigenen Äußerungen beurteile. Cem Özdemir hat absolut seine hellen Momente, genauso wie ein Boris Palmer das hatte, ja. Ah, Und alle Deutschen fressen Kartoffel und Sauerkraut, ne? genau, und Das Sauerkraut. ist schon ganz klar. Ich kann natürlich sagen, alle Blonden stinken, ne? Das ist eine ganz andere Ebene als eine persönliche Ansprache. Das ist vielleicht etwas, was man grundsätzlich lernen kann. Wir gruppieren immer. Es gibt gar keine Ja. Möglichkeit, ohne zu gruppieren, sich überhaupt auszudrücken. Ich habe immer Allgemeinbegriffe. Der Mensch, das Auto, ne? Und sage, die Autos, die sind gefährlich, die stinken, die was weiß ich was alles und so weiter. Natürlich habe ich nicht jedes einzelne Auto im Blick, ne? Und dann kommt mir einer und sagt, ja, aber dieses Auto hier, das hat, was weiß ich, das wird nur mit der Hand geschoben oder keine Ahnung. Das Individuum kann immer aus seiner Gruppe in diesen ganz konkreten Ausprägungen ausscheren. Und das muss man natürlich wissen. Wenn ich einer Gruppe ein Attribut zuschreibe, dann mag das aufgrund von Erfahrungen, die man gemacht hat oder eines Durchschnittwertes oder irgendwas, etwas sein, womit ich diese Gruppe einfach klassifiziere, vielleicht auch werte. Das ist in der Natur des Menschen, das macht man. Aber ich kann, und das wäre ein Fehlschluss, wenn ich jetzt sage, jeder, der dieser Gruppe angehört, hat Ja. deswegen auch folgende Charaktereigenschaften oder so. Nein, aber das ist doch genau das, wo ich sage, dieses Bewusstsein, was ja im Übrigen auch auf dem Individualitätsgedanken des Christentums für die Persönlichkeit steht, das kann man durchaus auch an der Schule vermitteln und kann sagen, jawohl, ihr seid alle Schüler der 7b, aber das heißt nicht, dass alle Schüler der 7b Ja. die blöden Lateiner sind, ja, sondern das müsst ihr. Sind auch nette Lateiner dabei. Ja, genau. Okay, also das war dann dieser Anstieg, klar erkennbar und massiv, Judenfeindlichkeit in Deutschland. Dann haben wir noch eine Sache, die mit dem Nahen Osten zusammenhängt, und zwar hat die niedersächsische Polizei einen 20-jährigen Iraker festgenommen. Und einen 15- und einen 16-jährigen Jugendlichen haben sie auch noch unter Beobachtung. Die sollen einen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben, als Reaktion auf das, was im Moment in Nahost läuft. Also auf gut Deutsch, wir gegen den Westen, die Zionisten und die Amerikaner. Ja, und die verbündeten Deutschen dazu und alles, was nicht uns ist, unser ist. Wie und wir, ne? Das ist immer. Wollten einen LKW mit Sprengstoff offenbar bestücken und dann da hinfahren und das Ding in die Luft jagen. Ne? Gut. Der Hinweis auf dieses Vorhaben
soll, das bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber soll aus Österreich gekommen sein. Ja, der Herr Haltenwang wird ziemlich froh gewesen sein, dass es da draußen noch welche gibt, die aufpassen. Nee, ich glaube, Ne? da ist er entrückt, das geht an ihm vorbei. Okay. Ja. Ich schätze ihn eher so ein, dass er so seine Büroarbeit tätigt und sagt, ich hoffe, ich habe keinen Stress, ich hoffe, ich habe den richtigen Leuten das Richtige erzählt und ansonsten hoffe ich, dass das Wochenende für mich ruhig verläuft. Also meine höchste Besoldungsstufe habe ich jetzt eigentlich erreicht oder so, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Auch so ein Typ eigentlich, der keines Wortes würdig ist. Ja, aber man kann solche, wenn man ständig über solche Typen schweigt, bleiben die da, wo sie sind. Ja, das hat aber andere Ursachen, ne? Nicht, was man drüber schweigt, sondern dass die Leute, über die man redet, auch nicht viel besser sind. Das heißt, im Grunde müsste man halt, wenn man denn die Möglichkeit hat, auch vernünftig handeln. Aber man muss nicht die volle Aufmerksamkeit allem widmen, was in dieser Welt verrückt ist, sondern man kann schon gucken, was man in der eigenen Reichweite tun kann, was Ziel, oder erstrebenswert ist. Oder ja, also ich Kommen finde wir es zur sehr schön, nächsten dass da Umfrage. eine neue Partei entsteht, ne, um den Herrn Krall herum. Ne? Ich bin mal sehr gespannt. Kommen wir Das zur wäre super. nächsten, kommen wir zur nächsten unsäglichen Person des öffentlichen Lebens und weiteren unsäglichen Personen aus diesem Metier, aus diesem Bereich. Wir erinnern uns daran, dass Angela Merkel den höchsten Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland von Herrn Steinmeier umgehängt bekommen hat. Und jetzt wurde doch tatsächlich Malu Dreyer. Ja, und ein paar andere. Malu Dreyer wegen, ich weiß nicht, der Steinmeier muss da irgendwas vor sich hingenuschelt haben, man weiß nicht so genau warum, wegen. Da war was im Schwange von Verdienste um die Demokratie in langen Amtsjahren. Auf gut Deutsch. Also die hat Bundesverdienstkreuz bekommen. Und auf gut Deutsch, für ihren Dienst, den sie gemacht hat, aufgrund ihrer Verpflichtung und für die sie auch noch Geld bekommen hat, hat sie ein Bundesverdienstkreuz umgehängt bekommen. Und nicht nur sie, sondern da gehört dann auch noch Rainer Haselhoff, okay, ist mir egal, Winfried Kretschmann von Baden-Württemberg, der Ministerpräsident, der grüne Ministerpräsident, der es geschafft hat, dieses Bundesland aus seiner Spitzenposition herauszuführen. Nee, stimmt gar nicht. Es gehört irgendwie immer noch so dazu, weil aber die anderen alle abgesackt sind. Ja. Ja, ich kenne noch seine unsägliche Rolle in der Impfproblematik Ja. und verbalen Entgleisungen. Also Und das ist dann auch so ein klassischer Faschist aus meiner Sicht heraus. kommt noch dazu der alte Sozialist und immer noch Sozialist, der Bodo Ramelow da aus Thüringen, der Mann, der sein Versprechen gebrochen hat und der durch ein grundgesetzwidriges Eingreifen der Bundeskanzlerin Angela Merkel in sein Amt zurückkehren durfte. Und konnte, weil eine demokratische Wahl rückgängig gemacht wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Und Ja, der hat, weit und breit bekannt, ne? also wenn man sowas liest, da kommt man sich als Bürger einfach nur noch auf den Arm genommen vor. Der eine Kommunist lobt den anderen. Das ist halt so, ne? Ich meine, dass sie sich Aber das ist doch gegenseitig. schamlos. Da Ja, haben die denn überhaupt natürlich, kein ja. Gespür? Haben die Es überhaupt ist kein Gespür schamlos. mehr? Ja, aber sie können sich diese Schamlosigkeit erlauben. Ja, aber haben die Es denn ist auch überhaupt kein. schamlos. Es ist Haben die auch denn überhaupt. schamlos, wenn du in Katar mit deinem Flieger eine halbe Stunde zu früh ankommst und dann nicht still in deinem Kämmerchen sitzt, sondern draußen in der Tür demonstrativ eine halbe Stunde wartest, damit jeder denkt, oh, der Arme ist aber sitzen gelassen worden. Auch das ist schamlos. Der Typ hat halt einfach kein Benehmen. Nirgendwo, wo er auftritt. Da muss man überhaupt gar nichts weiter zu sagen. Das ist einfach alles derselbe, ja. Ich sage gar nicht, was es ist, ne? Weil ich meine, das ist selbstsprechend. Ne? Wenn ich da jetzt sage, was ich denke,
Dann hast du den Herrn Haldenwang am Hals. Da lernst du den Der gehört persönlich. genauso in diese Riga. Ne? Das ist einfach, ja, dieser Rechtsstaat ist von solchen Leuten gekapert worden. Das sind die faschistische Führung dieses postdemokratischen Staatswesens, ja, dieses sozialistischen Vorzeigemodells einer neuen Diese Bonzen, tiefroten Ära. Ja, das diese sind im Prinzip Bonzen. Verbrecher, die haben hier einen Putsch unternommen. Und dieser Putsch ist einfach, ja, Staatsoberhaupt. Ne? Was soll ich sagen? Ja, klar. Ne? Wenn jemand den Putsch gewinnt, ist er Staatsoberhaupt. Und natürlich kann er mich für diese Worte als Staatsoberhaupt, wenn er denn faschistisch genug ist, auch sanktionieren lassen. Ist ganz klar. Ne? Ich meine, das macht ein König so. Ne? Aber mit Demokratie haben diese Typen alle nichts am Hut. Und natürlich schanzen sie sich alles zu an Ehrenmedaillen. Es gibt niemand, der so viele Medaillen an seiner Brust hat wie irgendwelche südamerikanischen Diktatoren oder sowas. Ne? Oder guck da mal nach Nordkorea, was die für Auszeichnungen haben. Ne? Genau diese Auszeichnungen, die hauen sie sich alle um die Ohren. Und nebenbei versuchen sie noch möglichst tief in die Staatskasse zu greifen, solange ihnen das noch irgendwie das Gericht oder sonst etwas erlaubt, Geld zu drucken. Aus nichts. Ne? Auch So, und aus das diesem Wording bei diesen ganzen Sachen, ne? Wenn ich von diesen ganzen Schattenhaushalten, von irgendwie Sondervermögen und sonstiges alles höre, was alles nicht da ist, was alles nur Schulden sind, an denen man sich bedient, an denen man sich irgendwie ein Luftschloss baut und so weiter. Ein reines kommunistisches Gehabe, das so lange funktioniert, bis es dann wirklich zu Hungersnöten kommt und bis alles so weit zusammenbricht, dass hier eben der Krieg auf der Straße tobt. Und bis dieser Krieg auf der Straße sie nicht wegfegt, bedienen die sich auch an allem, sowohl an Orden als auch an Staatskassen. Und das ist einfach so. Ja, und das mag man jetzt Hassrede nennen, das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Das ist einfach. Eine weitere fragwürdige Figur aus diesem Bonzenstadel, Omalu Dreyer, nämlich die Medienstaatssekretärin Raab, Heike Raab, musste jetzt ihr Staatssekretärinnenamt niederlegen und ist aus dem Landesrundfunkrat beim SWR rausgeflogen, weil sie sich in einem Brief mit dem offiziellen Briefkopf der Landesregierung an die Landessendedirektorin Ulla Fiebig gewandt hatte und eine Formulierung in der Berichterstattung des SWR zur erneuten Kandidatur vom SPD-Chef Roger Lewenz da in Rheinland-Pfalz moniert hatte. Auf offiziellem Briefpapier der Landesregierung und dann auch noch mit dem Begriff Bevollmächtigte versehen, das ganze Papier. Und da haben sie jetzt erst ein paar Tage lang drüber debattiert. Dann hat jetzt endlich der Landtag hat jetzt eine Sondersitzung einberufen und jetzt hat sie ihr Amt niederlegen müssen. Die ist nicht von selbst draufgekommen, nachdem man ihr gesagt hat, was machst du hier eigentlich für komische Dinge? Sondern da musste erst von draußen ein bisschen Schaum geschlagen werden und die Trommel gerührt werden, Das ja? passiert ja kaum mehr. Ja, Das ist ja. genau das, ne? Meinst du, dass irgendjemand von den Leuten, die ich eben auch angesprochen habe, auf die entfernteste Idee käme, wenn man ihm ein Vergehen nachweist, deswegen seinen Hut zu packen? Nee, machen sie ja nicht mehr. Nee. Der Da muss letzte, einer mit der das ist Heugabel das, was kommen ich. und ihn rausdrücken. Also wenn nicht der Vorgesetzte oder irgendjemand, der mächtiger ist oder sonst was, kommt und sagt, du gehst, Nein, sonst. Was weiß ich? der letzte Ehrenmann, der mir noch in der Erinnerung ist, der gegangen ist, weil er in seiner politischen Verantwortung gerecht werden wollte und das auch genauso formuliert hat. Das war Rudolf Seiters nach dem Tod von Grams, diesem RAF-Terroristen, in Bad Kleinen war das, ne? Als da dieser Einsatz auf diesem Bahnhof schief ging und dann lag da dieser Terrorist nachher tot in seiner Blutlache zwischen den Gleisen, wo dann der Spiegel da die Hetzjagd auf die Polizei angefangen hat. Und da ist Rudolf Seiters. Sofort, als klar war, dass da was riesen schief gelaufen ist,
ohne Diskussionen vor die Medien getreten in Bonn und hat gesagt, ich trete von meinem Amt zurück, ich übernehme die volle politische Verantwortung. So. Und das war der einzige, wo ich sage, das war ein ehrenwerter Rücktritt. Alle anderen, die da noch nachher folgen mussten, weil man ihnen nachgewiesen hat, dass sie irgendwas gefälscht haben oder gefaked haben. Und dann sind ja noch welche in Ehren und Ämtern, denen man auch nachgewiesen hat, dass sie nicht koscher sind und trotzdem sind sie noch da. Ja. Naja, gut. Wie gesagt, das ist eine Selbstbedienungsmentalität, die da ist. Letzten Endes kann man sagen, dass dieser Staat ausgebeutet wird von Ja, diesem. ich sage ja, das ist jetzt inzwischen, das sind Bonzen. Die verhalten sich wie Bonzen. Ja, klar, Parteibonzen, das Wort kennt man ja eh. Es sind aus meiner Sicht heraus sozialistische Faschisten. Ja. Patrick, Was? wir haben eine Warnung und einen Strike. Nee, haben wir nicht. Nur eine Warnung. Nur noch, ja, den Strike haben sie zurücknehmen müssen. Da ist mir auch egal. Die Warnung ist ja auch im Prinzip, ich habe da ja mal mit einem Anwalt drüber gesprochen. Wenn ich Ja. widersprechen würde, hätte man da auch kein Problem. Und von mir aus sollen sie den Kanal zumachen. Wenn ich nicht sagen darf, dass ich hier als Steuerzahler Geld ausgebe für Menschen, die sich daran unlauter bereichern. Und wenn ich nicht sagen kann, dass ich das für ein strafbares Verhalten halte, und wenn ich nicht sagen kann, dass offen früher oder heute lebende Kommunisten in solchen Ämtern sich gegenseitig Medaillen zuschanzen, sich an den Staatskassen bedienen, etc., was man überall sieht, für ihre Projekte von mir aus oder für sich selbst, aber für ihre Spätzeln, die sie irgendwo in Ämtern hieven und solche ganzen Sachen, dann ist das ein durch und durch korruptes System, das von Leuten, die eben jetzt hier an der Macht sind, ausgebeutet wird. Und das ist letzten Endes so etwas wie ein Faschismus. Kein Mensch wählt solche Leute. Das kann man nämlich auch machen. Die kommen über irgendwelche Listen rein und über Seilschaften und haben mit Demokratie so überhaupt gar nichts am Hut und auch noch nie gehabt und mit dem deutschen Staatswesen ansonsten auch nicht, sondern die sehen das als einen Selbstbedienungsladen und genau so führen sie sich auf und das kann man auch meines Erachtens sagen, wenn man Das das sagt. hat der Herr Habeck doch gesagt. Er hat mit Ja, ich Vaterland meine, oder dieses, Heimat noch nie was man anfangen muss. können. Man muss Gehen ja wir, dieses ganze Zitat immer wieder wiederholen. Die anderen denken ja nicht anders. Das ist kommen wir das. ganz kurz, kommen wir ganz kurz nochmal zu dem Thema zurück mit dem Selbstbedienen und Geld ausgeben. Die Frau Baerbock hat jetzt einfach mal so zu Beginn der Klimakonferenz mitgeteilt, dass Deutschland vorpreschen werde, um wieder mal seiner Vorbildfunktion gerecht zu werden. Und 100 Millionen Euro auf den Tisch legt, Ja, während die Veruntreuung. Leute im Ahrtal noch immer mit den Behörden darum kämpfen, dass sie Geld bekommen. Ich habe Und die letztens Frau auch gehört. Dreyer bekommt ein Bundesverdienstkreuz Ja, umgehängt. und in dem Zuge dieses Bundesverdienstkreuzes ging es auch um Verdienste im Ahrtal. Da habe Ja, ich jetzt und vorhin. sie hat ja Naja, ist unglaublich mir schon viel für klar, die, ne? sie hat ja unglaublich viel für die Demokratie getan, die Frau Naja, Dreyer, für die indem sie da Demokratie einen und für die Leute dort Amtsposten. im Ahrtal und für die super tolle Hilfe und was weiß ich was, dafür loben sie sich jetzt, dafür beschenken sie sich jetzt. Und ich kann einfach nicht anders umhin, als zu sagen, dass das eine kriminelle Vereinigung ist, die sich hier diesen Staat zur Beute gemacht hat. Und das ist in freier Anlehnung, wenn man das ein bisschen geisteswissenschaftlich verbrämt wissen will, schon bei Augustinus so zu lesen gewesen. Und diese ähnliche Strafpredigt hat uns damals ein Papst Benedikt der 16. im damaligen Bundestag auch schon gehalten. Also das ist jetzt nichts, was ich sage, was nicht auch andere sagen würden, die mit Rang und Namen dort den Akteuren einen Spiegel vorhalten. Ja, ist halt so. Ne? Interessiert sie auch nicht, juckt sie nicht. Hätte man die größte Reichweite, würde man gedrosselt oder so etwas oder gesperrt. Kommt immer auf Reichweite an. Aber im Grunde genommen ist es ihnen egal, solange sie sich weiter bedienen können. Und das sind aus meiner Sicht, sind das Verbrecher. Nichts anderes. Verbrecher darfst du nur jemanden nennen, der verurteilt ist, rechtskräftig. Ja, deswegen sage ich, aus meiner Sicht gehören sie verurteilt, weil wenn jemand sich das rechtskräftige Gericht vorher schon gefügig gemacht hat und diesen Rechtsstaat schon ausgehebelt hat, wo soll ich denn ein solches rechtsprechendes Gericht finden, das so jemanden dann herannimmt?
Ich vertraue diesen Strukturen nicht mehr. Diesen Rechtsstaat, da gibt es mittlerweile mehr als genug Sachen, der funktioniert temporär und das hat er in der DDR auch. Wenn in der DDR jemand einen erschlagen hat, dann hat die Polizei vernünftig ganz normal nach rechtsstaatlichen Kriterien gesucht. Und wenn das keine politische Konnotation hatte, dann haben da auch die juristischen Mühlen sicherlich korrekt gemahlen. Und das tun sie hier partiell auch. Aber in Bezug auf die Leute, die hier sich diesen Staat zur Beute gemacht haben, eben nicht mehr. Und deswegen komme ich hier auch zu keiner Verurteilung. Aber das, was diese Bundesregierung sich geleistet hat, das ist sogar rechtsstaatlich verurteilt worden. Und wenn ich mir diesen Bundeskanzler angucke und seine Vergangenheit und seine Gedächtnislücken und so weiter, wie anders als durch organisierte Kriminalität soll ich so etwas benennen? Ja, Also, natürlich. Patrick hat heute ein Fanal gesetzt. Er ist jetzt die Galionsfigur des Eloquenzbürgers. Naja. Wir sind am Ende. Ja. Wir bedanken uns, dass Sie auch heute dabei waren. Bis zum Ende war es ja spannend. Besuchen Sie auch unsere anderen Angebote. Auch alles spannend. Lassen Sie uns ein Like da, schreiben Sie uns bitte in die Kommentare, verbreiten Sie dieses Video, abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus. Servus, alles Gute.